Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy TV. Unsere Themen heute: News zur Elektromobilität bei VW. Neues von Microsoft: Windows 11 kommt. Die elektronische Patientenakte. Endlich wieder Kino. Und neuer Datendiebstahl bei LinkedIn. Nach der Konzerntochter Audi nennt nun noch VW einen konkreten Zeitraum für den endgültigen Abschied ihrer Verbrennungsmotoren. Konkret äußerte sich der Vorstand von VW, Klaus Zelmer, bezüglich Europa, dass man zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrennern aussteigen möchte. Währenddessen wird in China und den USA der Ausstieg erst etwas später erfolgen. Bereits für 2030 plant VW einen E-Auto-Anteil von 70% am Europa-Gesamtabsatz. Für alle Kunden, die eine Alternative zum klassischen Autokauf wünschen, möchte VW demnächst auch ein Abo-Modell für mindestens 3 Monate mit der Option auf Verlängerung anbieten. Für Audi ist bereits nach 2026 Schluss, auch für Hybridfahrzeuge. Wie steht ihr zur Elektromobilität? Glaubt ihr, dass bis spätestens 2035 ein kompletter Wandel möglich ist? Lasst uns dazu gerne gemeinsam in den Kommentaren diskutieren. Neues von Microsoft. Vor 2 Wochen kündigte der Microsoft-Produktchef an, dass das neue Betriebssystem Windows 11 zum Ende des Jahres erscheinen soll. Insgesamt soll alles viel schneller und geschmeidiger funktionieren. Ändern wird sich voraussichtlich vor allem das Startmenü und die Taskleiste. Für Nutzer von Windows 10 wird es, laut Ankündigung, ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 geben, was jedoch mit bestimmten Voraussetzungen verbunden ist. Die Anforderungen sind die aktuellste Version von Windows 10 und die Mindest-Hardware-Spezifikation. Mit eurem Easy One oder eurem Easy Two seid ihr damit auf der sicheren Seite, ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 zu bekommen. Alle bekannten Neuerungen von Windows 11 zeigen wir euch in einem separaten Video. Die elektronische Patientenakte. Seit 1. Juli müssen alle Vertragsärzte und Psychotherapeuten die elektronische Patientenakte, kurz EPA, lesen und befüllen können. Sonst drohen Honorarkürzungen. Die elektronische Patientenakte ist ein zentraler Speicherort für medizinische Dokumente. Ihr als Patienten könnt selbst darüber entscheiden, auf welche Daten, also zum Beispiel Arztbriefe, Blutwerte oder Röntgenbilder, ihr Zugriff gewährt. In nächster Zeit soll auch der Impfausweis und das Kinderuntersuchungsheft digitalisiert werden. Ihr könnt auch selbst Dokumente in eure EPA hochladen, zum Beispiel euer Schmerztagebuch. Die Krankenkassen bieten dazu Apps an, worüber ihr dann den Ärzten auch Zugriff gewähren könnt. Habt ihr schon Erfahrung mit der EPA gesammelt? Oder habt ihr Fragen? Schreibt uns gern dazu in die Kommentare. Du hast noch keinen Easy-PC? Auf Mittelaltermärkten findest du sicher Gleichgesinnte. Aber mal Spaß beiseite. Wenn du Interesse hast an echter Markenqualität von HP und einem immer erreichbaren Support, der wirklich Know-how hat, dann komm zu EasyPC. Wir freuen uns schon auf dich. Take it easy. Endlich wieder Kino. Fast 8 Monate lang gab es keine Filme auf deutschen Leinwänden. Jetzt öffnen allerdings in Norddeutschland wieder die Seele. Seit dem 1. Juli hat die große Mehrheit der Kinos, darunter auch die Ketten Cinemax und CineStar, für euch die Pforten wieder geöffnet. Die Vorschriften für den Kinobesuch sind in den Bundesländern unterschiedlich. So gilt in Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Maskenpflicht nur, bis man auf dem Platz sitzt, während die Maske in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auch am Platz getragen werden muss. Die besten Filme der letzten 1,5 Jahre kommen jetzt fast auf einem Schlag für euch in die Kinos. Darunter der Blockbuster Godzilla vs. Kong, der Horrorfilm A Quiet Place 2 und der Kinderfilm Die Olchis. Auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig müsst ihr euch noch etwas gedulden. Bond 25, keine Zeit zu sterben, wird voraussichtlich ab September laufen. Nachdem im Februar bereits über 3 Milliarden Passwortpaare bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort in einem Hackerforum veröffentlicht wurden und so die Daten von Nutzern von Gmail, Hotmail und Yahoo sowie die Anmeldedaten von unterschiedlichen Diensten wie Netflix, LinkedIn und Bitcoin betroffen waren und im April über 500 Millionen Facebook-Daten gestohlen wurden, sind nun die Daten von 700 Millionen LinkedIn-Nutzern betroffen. Dieser Hack betrifft über 90% aller LinkedIn-Nutzer weltweit. Unter anderem wurden folgende Daten gestohlen: Mailadresse, Name, Telefonnummer, Anschrift und weitere persönliche Informationen. Hacker können diese Informationen nutzen und eure Daten für gezielte Phishing-Attacken missbrauchen. Ihr solltet daher sehr vorsichtig bei der Reaktion auf E-Mails oder SMS-Nachrichten sein. In der Infobox unter dem Video verlinken wir euch eine Seite, wo ihr überprüfen könnt, ob ihr von diesem oder auch einem anderen Datendiebstahl betroffen seid. Am besten ändert ihr sofort mal eure Passwörter. Seid ihr vom Datenklau betroffen? Braucht ihr Hilfe beim Check eurer E-Mail? Ruft uns an, wir helfen euch gern.
Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gern mit eurer Familie und Freunden. Abonniert auch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Take it easy.